Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Reminiscere heißt dieser Sonntag. Gedenke. Gedenke mein nach deiner Gnade. So bittet der Psalmbeter Gott und so stimmen wir mit ein. In diesen Wochen der Passionszeit denken wir an das Leiden und Sterben Jesu. Wir denken aber auch daran, wie erlösungsbedürftig wir sind. Gedenke an uns, Gott, sieh uns an mit unseren Fehlern und Schwächen, mit dem, was wir für gut halten und mit dem, von dem wir wissen, dass es uns misslungen ist. Gedenke mein nach deiner Gnade und wir vertrauen darauf, dass Gott uns nahe ist, dass er uns ansieht. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung. Lass mich nicht zu Schanden werden und gib mich nicht preis dem Spott meiner Feinde. Lenke meine Schritte und führe mich auf deinen Wegen. Leite mich, dass ich auf der rechten Straße bleibe und die Wahrheit erkenne. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du mir täglich hilfst. Ich vertraue auf deine Barmherzigkeit, die du von Ewigkeit her gezeigt hast. Blicke deshalb voll Güte auf meine Sünden, die ich unbedacht getan habe. Strafe mich nicht, sondern weise mir den guten Weg. Vergib meine Schuld, die groß ist, und führe mich auf der Straße der Gerechtigkeit. Meine Seele ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du meinen Fuß aus den Fangstricken ziehst und mich aus der Einsamkeit und dem Elend befreist. Sieh an die Not meines Herzens und befreie mich von der Last meiner Sünden. Läutere meine Seele zum Guten und errette mich vor denen, die mir meine Übertretungen immer noch vorhalten. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott, und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung. Lesung aus dem vierten Buch Mose im 21. Kapitel. Israel brach auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist hier kein Brot noch Wasser und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss,
so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Das Evangelium des Sonntags steht bei Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Amen. Lob sei dir, Christus. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da. Der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit, statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. Auf dem Weg durch die Wüste sind sie. Sie suchen die Freiheit, sie sind der Sklaverei entkommen. Aber der Weg ist mühsam. Immer mehr gibt es, was ihnen den Weg schwer macht. Jetzt müssen sie auch noch einen Umweg laufen, weil ein anderes Volk sie nicht passieren lassen will. Sie können nicht mehr. In ihren Herzen kriecht die Verzweiflung wie eine böse Schlange und sie gewinnt immer mehr Raum. Sie fangen an zu murren und zu jammern und vor allem, sie sehen alles in einem einfachen, schlechten Licht. Wie gut war die Zeit in Ägypten, sagen sie. Vergessen die Mühsal, vergessen die Angst, vergessen die Todesqualen, die Verfolgung, die sie erlitten haben, die Kinder, die getötet wurden, damit die Israeliten nicht so zahlreich werden. Das alles, das ganze Grauen vergessen sie. Sie vergessen die Hoffnung, die sie haben. Sie vergessen das Versprechen Gottes. Sie geben nur noch dem Schlechten Raum in ihren Herzen, der Angst, die sie zu überwältigen droht. Die Schlange im Herzen und dann kommen die Schlangen im Äußeren dazu. Gott sendet Schlangen aus, eine Bedrohung von außen, die sie ablenkt von ihrer Bedrohung im Inneren. Eine Bedrohung von außen, so wie wir sie jetzt auch immer wieder erleben.
eine Bedrohung von außen, viele werden gebissen, manche sterben. Dann besinnen sie sich. Sie gehen zu Mose und bitten, sprich du für uns, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht, dass wir nicht auf Gott gesehen haben, nicht auf die Hoffnung gesehen haben, sondern uns nur in unserer eigenen Angst vergraben haben. Und Gott gibt eine Anweisung. Mach dir eine Schlange aus Erz und richte sie auf. Und wer gebissen wird, der soll diese Schlange ansehen und er wird gerettet werden. Ein urtümliches, geradezu magisches Verhalten. Aber was steckt dahinter? Das, was uns Angst macht, das müssen wir ansehen. Das müssen wir ansehen, damit wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren, damit wir nicht nur um uns selber und um unsere Angst kreisen. Denn wenn wir das, was wir befürchten, ignorieren, nicht hinsehen, dann wird es ja immer größer und immer gewaltiger, wie ein Scheinriese. Hinsehen auf das, was wir befürchten, die Schlange ansehen, vor der wir Angst haben, und dann begreifen, diese Schlange kann uns doch gar nichts tun, sie ist doch aus Eisen. Auf diese Geschichte spielt Jesus an und er vergleicht sich selbst mit dieser Schlange. So wie die Schlange aufgerichtet wird, so wird der Menschensohn am Kreuz aufgerichtet nach oben gehoben. Und so wie die Israeliten die Schlange ansehen, wenn sie Angst vor den beißenden, giftigen Schlangen haben, so sehen wir auf das Kreuz und sehen den Sterbenden, sehen den Tod, wir, die wir solche Angst vor Tod und Sterben haben. Aber es kehrt sich um. Aus dem Symbol der Angst, aus dem Symbol des Sterbens, wird ein Zeichen des Lebens, ein Zeichen der Hoffnung. Jesus spricht dann zu Nikodemus vom Gericht. Wenn wir an Gericht denken, dann denken wir an ein Urteil, das hinterher über unser Verhalten gefällt wird. Jesus aber redet anders über das Gericht. Die, die Vertrauen haben, die auf Gott vertrauen, die an ihrer Hoffnung festhalten, die sind gerettet. Und die, die nicht auf Vertrauen setzen, die, die nicht glauben, die, die kein Zutrauen haben zu Gott, die sind schon in ihrer Angst gefangen. Das Gericht nicht etwas, das später passiert, sondern etwas, was schon jetzt da ist. Wer lernt, auf Gott zu vertrauen, der ist getröstet, der ist ermutigt, auch in Zeiten der Angst. Wer lernt, immer wieder auf Gott zu vertrauen, der sieht das Licht auch in der Finsternis. Und ich betone das Lernen, denn niemand von uns hat das Vertrauen, niemand von uns hat den Glauben so, dass er nicht erschüttert werden könnte. Aber wenn wir uns darum bemühen, wenn wir uns darum bemühen und auf das sehen, was Gott uns zeigt, das Symbol des Todes, das für das Leben steht, dann werden wir seine Nähe erfahren, dann werden wir getröstet und mutig unseren Weg gehen. Die Passionszeit lädt uns dazu ein, auf uns selbst zu sehen, auf uns mit unseren Schwächen. Und dann auf Gott zu sehen, dem wir vertrauen können und der uns nahe ist, der unsere Schwäche, unser Leiden auf sich nimmt, der Mensch wird wie wir, der sogar erleidet, ans Kreuz geschlagen zu werden. Gott ist an unserer Seite. Und gerade in diesen Tagen der Passionszeit, der Fastenzeit, sehen wir es ganz deutlich. Amen. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich warte, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich warte, dass einer mit mir geht. Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du siehst uns an in unserem Leben. Wir hoffen, wir vertrauen darauf, dass du an uns denkst, in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit. So legen wir vor dich, was uns auf dem Herzen lastet. Wir denken an die vielen Menschen, die Angst haben in unserer Welt. Dass du ihnen Mut schenkst, bitten wir. Wir denken an die vielen Menschen, die Hunger haben, die auf der Suche nach Heimat sind. Dass du sie behütest, bitten wir. Und dass du hilfst, die Güter, die du uns schenkst, gerecht zu teilen. Wir denken an die Menschen, die traurig sind, und bitten dich, dass du sie tröstest. Wir bitten dich an die Menschen, die einsam sind, dass du ihnen Freund und Wegbegleiter bist und dass du uns hilfst, zusammenzuhalten in deiner Gemeinde, in dieser Stadt, in dieser Welt. All unsere Bitten für die Menschen, die uns lieb und vertraut sind, und für die Menschen, die uns manchmal das Leben schwer machen. All unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden.